Hallo, meine Lieben, schon wieder. Es ist jetzt 13.25 Uhr am. Ist egal. Auf jeden Fall geht's wieder nach Malle. Es geht wieder nach Malle. Und ja, diesmal seht ihr mich ausgeruht und ausgeschlafen. Dann sehe ich nicht ganz so zermatscht aus wie das letzte Mal, als ich geflogen bin. Denn ausnahmsweise hat Air Berlin meinen Flug nicht verschoben zu meinen Gunsten. Wir haben sich nicht diesmal gedacht, oh, wir verschieben den Flug von 17 Uhr mal auf 11 Uhr. Da will der Gameleber bestimmt früher auf der Insel sein. Nein, diesmal fliege ich tatsächlich um 17 Uhr. Das heißt, ich konnte nach der Nachtschicht, die ich gestern Nacht hatte, konnte ich nochmal gediegene 6,5 Stunden schlafen. Ja, Haare sind rasiert. Bart ist rasiert, Rucksack ist gepackt, eigentlich alles fertig, Katzen gefüttert. Ne, Eve? Eve? Ja. Wirst du Daddy vermissen? Ja, ne? Und die Chloe. Ja, und eigentlich muss ich erst um 45 los, denn diesmal habe ich mir kein Taxi bestellt für 26 Euro. Obwohl das günstig ist nach Düsseldorf, diesmal fahre ich mit dem Zug. Weil ich gesehen habe, dass ich nur eine halbe Stunde brauche mit dem Zug von hier nach da. Mit einmal umsteigen. Und das ist eigentlich ganz cool. Aber ich schwitze mich jetzt schon kaputt. Es sind heute 35 Grad da draußen und ich habe letztes Mal noch großspurig gesagt, ohne Gameblamer-T-Shirt fahre ich nicht in Urlaub. Ich habe es immer an, wenn ich in Urlaub fahre. Und ich schwitze mich kaputt, Leute. Ich bin jetzt gerade nur mal kurz nach Netto und zur Sparkasse gegangen. Nee, zur Volksbank. Und ich bin jetzt schon völlig im Eimer. Boah, wie wird das denn gleich mit den Zügen? Ich kann es nicht abwarten. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Vlog. Wir sehen uns, denke ich mal, entweder am Bahnhof wieder, wenn was total Lustiges oder Tolles passiert, oder am Flughafen oder direkt auf Mallorca. Wir werden es sehen. Wisst ihr was? Ich bin jetzt noch zu Hause. Ich trinke jetzt gerade so. Ich habe da was Tolles, und zwar Pepsi Max Sherry. Und das schmeckt so mega nach Kirsche. Da habe ich mir gedacht, da ich sonst kein Zeugs hier habe und der Weg zum Bahnhof jetzt noch ein bisschen lang ist, warum trinke ich nicht einfach noch den Bärens- und Hofkirsche einfach mal zum Warmwerden? Ja, dann Prost, auf Malle. Ja, das war ja klar. Da fährt man mal mit der Bahn, da hat der Zug natürlich 30 Minuten Verspätung. In diesem Sinne kann man ja nur überbrücken. Mit Lemon, schon mal wieder an Lemon gewöhnen. Mann. Jetzt weiß ich, warum ich doch hätte ein Taxi nehmen sollen. Aber egal, ich bin ja drei Stunden bevor mein Flug geht, bin ich ja schon los, von daher passt das von der Zeit noch. Ich habe ja ein bisschen Spielraum. Endlich angekommen, aber jetzt bin ich am Düsseldorfer Flughafen Bahnhof und jetzt geht's weiter mit Skytrain. Mit einem Skytrain, noch nie mitgefahren. Das ist so ein Monorail-Dingen. Da oben sind die Schienen. Da bin ich mal gespannt. Das war ja schon der Ersatzzug, der eigentlich ist ja ausgefallen. Ja, eine Verspätung gehabt. Da war ja was mit den Türen, dein Einzug. Ja, aber egal, wir müssen jetzt viel weniger. Hallo Düsseldorf Flughafen, ich bin wieder da. Ja, und dann gucken wir mal, wo wir abfliegen müssen. Diesmal muss ich wahrscheinlich nicht warten. 17.05 Uhr. Ja, steht diesmal schon drauf. 106 bis 120. Sogar das Gate steht schon fest. Nicht so wie letztes Mal. Oh, da muss ich nach da. Sicher richtig? Ja. Guckt euch das mal an, was für ein Riesenflugzeug.
So ein Riesenflugzeug hat man schon ewig nicht mehr gesehen. Geil. Wie geil ist das denn? Sogar eigener Fernseher. Mit USB-Anschluss. Hammer. Wie geil ist das denn? Das ist noch ein Touchscreen. So, meine Lieben, ich bin wieder gelandet. Es ist jetzt 7:45. Ich denke, mein Hotel werde ich sein, so sagen wir mal 7:50. Und ja, dann geht's wieder los. Den Megapark werde ich heute mal auslassen, weil es dafür einfach schon zu spät ist. Geht's nachher direkt in den Bierkönig. Aber erstmal im Hotel gucken, weil der Frank Stinson ist im selben Hotel wie ich mit seinen Berliner Jungs. Und ich weiß auch schon die Zimmernummer, da soll ich dann mal klopfen und Getränke mitbringen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt eine Etage höher. Ich bin aufgestiegen. Ja, ansonsten, ich bin jetzt wieder im Hotel. Ist alles gleich wie das andere Zimmer auch. Nur jetzt habe ich ein kleines Tischchen vom Spiegel. Und Badezimmer. Oh, das Badezimmer ist ein bisschen anders. Jetzt ist die Dusche hinter der Tür. Ja. Aber auch wenn das Hotel halt nur ein Stern ist und günstig und alles. Oh, da war Dreck auf der Linse. Kann man sich nicht beschweren, finde ich. Es ist sauber. Und die Leute sind auch nett. Ich hatte noch die Quittung vom Tresor von letzter Woche. Die habe ich nicht abgegeben. Ich habe nur den Schlüssel zurückgegeben. Und habe ihr das jetzt gerade gezeigt. Und habe ich die 3-Euro-Kaution von letzte Woche noch wiedergekriegt. Also wirklich, das Personal hier ist wirklich nett und verständnisvoll. Und finde ich super. So, jetzt schnell umziehen. Mal auf Klo und dann Bierkönig. Oder mal hochgehen. Mal gucken, was der Frank so macht. Yeah.
schön, es muss nicht immer teuer sein. Zieh dir einfach mich als Beispiel rein. Meine Körbe, die der Mund gemacht. Toll, ich schenke ihn dir heute Nacht. Und ich bin total im Arsch. Ich habe heute halt nur so einen Laugenbesen gegessen im Flugzeug, mehr nicht. Ich bin froh, wenn ich mir jetzt noch einen Döner hole und dann nach Hause komme. Noch zwei Mädels hier kennengelernt. Wir sind noch beim Yachthafen vorbei, mit denen laufe ich jetzt gleich noch mit, dann essen wir noch zusammen einen Döner und dann ist Feierabend bei mir. Ich muss euch leider enttäuschen. Heute ist echt bei mir der Ofen aus. Mann, Leute. Ich dachte eigentlich, ich drehte heute echt mal rechtzeitig auf die Bremse, aber da habe ich mich mit den Mädels noch so unterhalten aus Dortmund. Und wir haben uns echt gut unterhalten. Und dann sind wir noch zusammen Döner holen gegangen und haben uns noch weiter unterhalten. Und jetzt ist schon wieder 4:45. Ich schaffe es echt nicht, vor 5 Uhr hier pennen zu gehen. Hammer. Jetzt habe ich hier noch einen zweiten Döner. Ich habe mir vorhin einen Döner geholt, den habe ich auf dem Rückweg gegessen mit den Mädels. Und jetzt esse ich schon wieder meinen zweiten Döner. Ich habe mir noch einen zweiten geholt, weil ich einfach nicht satt geworden bin. Ich habe heute ja nur so einen scheiß Laugenbrezel da gegessen im Flugzeug. Und dann habe ich ja direkt hier wieder angefangen zu saufen. Und den esse ich jetzt noch. Und damit ist der erste Tag hier rum. Rebecca getroffen, die hat man bestimmt auch hier im Video gesehen, war eine frühere Promoter-Kollegin von mir. Ich habe ja früher in Kalaratjada Promoter gemacht und war auch ganz cool, aber die sind schon ein bisschen länger hier. Die sind nicht mehr so im Party-Modus. Werdet ihr vielleicht im nächsten Video sehen oder vielleicht auch noch später hier in diesem Video. Ich weiß nicht, wie ich das nachher zusammenschneide. Auf jeden Fall sehe ich die morgen Mittag wieder im Megapark und ja, auf jeden Fall geil wieder hier zu sein. Zweiter Tag und wieder hier im Megapark. Yeah.
ein Cheater hier.
XXXL-T-Shirts von Bierkönig. Der Megapark ganz anders. Ja, der letzte Abend, meine Lieben. Ich habe auch gerade noch einen Bierkönig getrunken. Einer gehört noch in den Megapark, einfach am letzten Abend. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin echt traurig, dass ich wieder nach Hause fliege. Ich bin echt traurig. Eine geile Zeit hier war und immer wieder eine geile Zeit ist. Und ich kann es jedem einfach nur empfehlen. Ob ihr jetzt alleine fliegt, ob ihr zusammen fliegt mit vielen Leuten, das ist egal. Ballermann ist eine große Familie. Und ich genieße es einfach. Ich finde es einfach geil. Ich hoffe, meine Videos haben euch gefallen. Stay tuned, euer Game. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.